Die gesamte Weltwirtschaftssituation sieht momentan zwar in der ein oder anderen Ecke ein bisschen holprig aus, übergeordnet allerdings extrem bullisch. Uns stehen niedrigere Zinsen, mehr Liquidität und hoffentlich ein komplett entfalteter Bullrun kurz bevor. Doch wenn man sich die Daten aus dem Hintergrund etwas genauer anschaut, sieht man recht schnell, irgendetwas stimmt hier nicht. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der aktuellen gesamten Weltwirtschaft. Wir werfen einige Blicke hinter die Kulissen, um besser zu identifizieren, was momentan wirklich auf den Märkten passiert und auch um daraus Schlüsse zu ziehen, was uns die nächsten Monate und Jahre gegebenenfalls noch bevorsteht. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate, wo wir etwas genauer ins Detail gehen. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und das heutige Video ist sehr, sehr aufwendig gewesen. Ich habe sehr, sehr viele Informationen für euch zusammengesammelt, denn ich wollte mal wieder ein allgemeines Wirtschaftsupdate geben, denn wir sehen momentan gerade im Hintergrund einige Dinge, die schon fast etwas besorgniserregend sind. Und nein, das ist kein Clickbait. An dieser Stelle schaut euch gerne das Video an. Es war, wie gesagt, sehr viel Arbeit. Lasst auch gerne eine Bewertung da, falls euch das Video gefällt. Also gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir und meiner Arbeit auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, es ist viel Zeit reingeflossen und warum mache ich dieses Video überhaupt? Gerade von euch kam in letzter Zeit öfter mal die Nachfrage, wie es mit der aktuellen Wirtschaftssituation aussieht, was passiert, wenn wir tatsächlich in der Weltwirtschaft nochmal Probleme sehen und ob ich persönlich glaube, dass uns noch eine größere Korrektur bevorsteht, vor allem auch im breiten Finanzmarkt und dann, wie der Kryptomarkt infolgedessen möglicherweise darauf reagiert. An dieser Stelle nochmal der kurze Disclaimer. In den folgenden Folien werde ich teilweise Informationen mit euch teilen, die sehr bullisch klingen, teilweise allerdings auch Informationen, die eher bärisch klingen. Ich persönlich werde am Ende natürlich noch mal ein Fazit geben, kann aber jetzt schon mal sagen, ich möchte mit diesem Video nicht eure Ansicht oder Meinung beeinflussen. Ich möchte hier nur Informationen mit euch teilen, die ich in den letzten Tagen und Wochen zusammengesammelt habe. Wie gesagt, das Video war ein bisschen aufwendiger. Ich finde es einfach nur extrem spannend, was wir momentan sehen, aber dazu gleich mehr. Nur schon mal im Voraus, ich möchte hier nichts bullisch oder bärisch reden. Ich bin im Markt positioniert. Ihr werdet im Laufe des Videos allerdings auch verstehen, warum ich nicht zu 100% investiere. Doch an dieser Stelle springen wir gleich mal auf die ersten paar Folien und diese beschäftigen sich quasi schon mit der letzten Woche bzw. eigentlich noch mit der aktuellen Woche. Bereits am Montag habe ich darüber berichtet, dass gerade viele US-amerikanische Tech-Unternehmen ihre Daten melden. Übergeordnet muss man ganz ehrlich sagen, waren die Unternehmensdaten deutlich besser, als man gedacht hatte. Unternehmen wie Amazon, Facebook bzw. Meta und Nvidia lieferten zum Teil richtig gute Daten, sodass wir sehen, dass die Aktien zeitweise wie eine God-Candle nach oben geschossen sind. Und das ist wirklich eine God-Candle, gerade wenn wir uns die Meta-Aktie anschauen, die mal eben satte 20% zugelegt hat. Ja gut, kann man jetzt sagen, 20%, ja, ist natürlich eine schöne Summe, aber was ist das schon für eine starke Kursschwankung? Man darf an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Meta-Aktie momentan eine Marktkapitalisierung von 1,22 Billionen US-Dollar aufweist. Das heißt, sie hat eine deutlich höhere Marktkapitalisierung als beispielsweise Bitcoin und ein 20-prozentiger Anstieg bedeutet mal eben einen Anstieg der Marktkapitalisierung um weit über 200 Milliarden Dollar. Dabei sehen wir das erste Mal in der Geschichte, dass zwei US-amerikanische Unternehmen eine Market Cap von 3 Billionen US-Dollar erreicht haben. Neben Apple hat sich jetzt auch Microsoft den Spot gesichert und eben eine Bewertung von 3 Billionen Dollar, also eine Bewertung, die deutlich höher ist als das Dreifache der Bitcoin-Marktkapitalisierung. Ebenfalls sehen wir, dass Aktien wie Nvidia in den letzten Tagen und Wochen immer wieder massive Kursanstiege verzeichnet haben. Die Nvidia-Aktie ist momentan mit über 1,6 Billionen US-Dollar bewertet, also noch einmal mehr als 1600 Milliarden Dollar. Das besonders krasse bei der Nvidia-Aktie ist, ist dieser Anstieg in den letzten Jahren. Allein in den letzten 5 Jahren konnte die Aktie 1800% zulegen. Und ja, für uns Krypto-Investoren sind 1800% jetzt nicht irgendwie überkrass, aber man darf nicht vergessen, sie hat eine Marktbewertung von 1,6 Billionen Dollar. Das ist ein so krasser und so schneller Anstieg, den wir vergleichsweise beispielsweise mal bei Cisco oder auch bei Intel gesehen haben. Allerdings, und das ist schon der erste Hinweis auf die Vergangenheit, sahen wir diese Entwicklung 1998, also kurz vor der Dotcom-Bubble. Ich habe jetzt vor allem über viele Tech-Unternehmen gesprochen. Die Magnificent Seven, also die größten und stärksten US-Aktien, haben im Jahr 2024 einen Zuwachs der Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar erreicht. Also alleine diese 7 Unternehmen haben einen Zuwachs der Market Cap von 3 Billionen, also 3000 Milliarden gesehen. Ich habe es eben schon
angesprochen, das ist mehr als das Dreifache der Marktkapitalisierung von Bitcoin und das aktuelle Jahr ist gerade mal ein Monat alt. Die einzige Aktie von diesem Magnificent Seven, die so ein bisschen gelitten hat, ist die Tesla-Aktie. Sie hat tatsächlich in den letzten Monaten übergeordnet rote Zahlen geschrieben, während andere Unternehmen weiter komplett nach oben gedriftet sind. Dabei sehen wir, dass natürlich die CEOs dieser Unternehmen massiv von diesem Anstieg profitieren. Der Wert der 5 reichsten Menschen hat sich seit dem Jahr 2020 mehr als verdoppelt, und zwar auf über 869 Milliarden Dollar. Das darf man nicht vergessen. Wir reden hier von 5 Menschen, die in den letzten 4 Jahren bzw. mehr oder weniger 4 Jahren einen Wert von mehreren 100 Milliarden US-Dollar noch einmal verdoppelt haben. Und das ist auch schon gleich ein klarer Hinweis dafür, wie die Schere auseinandergeht. Denn überlegt mal, wie stark die Kosten in den letzten Jahren gestiegen sind, wie viel Kapital man jetzt mittlerweile weniger zur Verfügung hat aufgrund von gestiegenen Lebensmittelkosten und Co. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die 5 reichsten Menschen der Welt in den letzten 4 Jahren ihr Kapital noch einmal verdoppelt haben. Dabei sehen wir diese Outperformance nicht nur zwischen reichen Menschen und Durchschnittsmenschen, sondern auch auf Unternehmensebene. Die 7 größten Unternehmen, also die Magnificent Seven, machen mittlerweile rund 27% des gesamten S&P 500 aus. Der S&P 500, der Standard & Poor's Index aus den Vereinigten Staaten, bildet die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen ab. 7 dieser 500 Unternehmen bilden jetzt mehr als ein Viertel der gesamten Marktkapitalisierung, also des Gesamtwertes ab, von eben knapp 27%. Auch hierbei sieht man wieder einen super Vergleich. Und ihr seht ja, wann wir das letzte Mal eine so starke Outperformance von den Top 7 Unternehmen gesehen haben. Ja, es war auch ungefähr im Jahr 2000. Dabei reißen diese Unternehmen den gesamten S&P 500 mit nach oben. Diese erreichte erst in den letzten Wochen neue All-Time-Highs und schießt auch aktuell weiter nach oben. Dabei zeigt einem vor allem diese Grafik, dass diese 7 Unternehmen gerade den gesamten Markt mit nach oben reißen. Entfernt man nämlich diese Magnificent 7 Aktien aus den Hedgefonds-Portfolios, so sehen wir das geringste Technologie-Engagement seit 4 Jahren. Also auch die großen Hedgefonds, die großen Unternehmen setzen alle auf diese großen 7 Technologiekonzerne. Wenn wir uns beispielsweise mal von den Top 7 lösen auf beispielsweise die Top 10, so sehen wir, dass die 10 größten Unternehmen des S&P 500 momentan eine Marktdominanz von 33,1% haben. Also ein Drittel des Gesamtwerts der 500 größten US-Unternehmen ist nur auf 10 Unternehmen zurückzuführen. Und diese Grafik zeigt hier auch noch einmal eindeutig, wie das Ganze komplett auseinander driftet. Wir sehen momentan eine wirkliche Entwicklung, die wir in der Vergangenheit so in dieser Art noch nie gesehen haben. Natürlich sahen wir immer wieder, dass die Werte stark auseinandergelaufen sind, doch das ist wirklich momentan gerade beispiellos. Das besonders Interessante ist im Zuge dessen jetzt beispielsweise auch die Bewertung der Aktien im Vergleich zu den Earnings, also der Preis durch die Einnahmen, was uns dann eben eine Bewertungsskala gibt. Hier sehen wir momentan, dass wir uns in einem ähnlichen Szenario befinden, wie auch im Jahr 2000. Wir sehen eine sehr, sehr hohe Bewertung, die eigentlich nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Während der S&P 500 momentan also neue All-Time-Highs feiert, vor allem die großen Tech-Giganten sich quasi täglich über neue Gewinne freuen, sehen wir, dass die Unternehmenskreditaufnahme ein All-Time-High erreicht hat. Und auch das ist nochmal ein starker Hinweis, dass wir zum einen sehen, dass die Menschen auseinanderlaufen mit ihrem privaten Nettovermögen, wenn wir uns die Top 1% und die restlichen 99% anschauen, allerdings eben auch die Unternehmen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, der S&P 500 feiert übergeordnet momentan ein All-Time-High. Der Börse geht es im Prinzip sehr gut. Trotzdem sehen wir, dass Unternehmenskreditaufnahmen ein neues All-Time-High erreicht haben. Und das, obwohl wir ja momentan historisch hohe Zinsen haben. Allein in den ersten 18 Tagen des aktuellen Jahres haben Unternehmen Unternehmensanleihen im Wert von mehr als 150 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Unternehmensanleihen bilden sich eben, wenn Unternehmen Kapital brauchen und es sich dann durch diese Anleihen beschaffen. Ähnlich wie es beispielsweise auch Regierungen machen, wenn sie Staatsanleihen rausgeben. 150 Milliarden klingt jetzt halt banal, wenn wir uns eben die billionenbewerteten Unternehmen angeschaut haben. Man darf allerdings nicht vergessen, dass diese Unternehmen sich eben auch komplett vom Rest des Marktes abgekoppelt haben. Diese Schuldenaufnahmen von 150 Milliarden Dollar innerhalb von 18 Tagen sind rekordverdächtig und deuten ebenfalls darauf hin, dass es eben auch auf der anderen Seite viele Unternehmen gibt, die momentan massive Probleme haben. Der Anstieg des Aktienmarktes spiegelt dabei in der Regel eigentlich auch das Wachstum der Geldmenge wider. Wir sahen ja gerade nach Covid, dass vor allem die USA massiv den US-Dollar gedruckt hat, weshalb wir auch in den letzten Jahren mit massiver Inflation zu kämpfen hatten. Jetzt in den letzten Monaten ist die Geldmenge
dank der hohen Zinsen und eben auch quantitativen Tightening rückläufig. Der Aktienmarkt schießt allerdings weiter nach oben. Auch hierbei sehen wir eine Divergenz, die wir so noch nie gesehen haben, denn die Geldmengenausweitung war noch nie so stark rückläufig, wie sie zum aktuellen Zeitpunkt ist, während der Aktienmarkt stumpf weiter nach oben schießt. Ihr seht hier ja selber, wie das Ganze auseinanderläuft. Dabei finde ich vor allem bemerkenswert, dass die Insider in den letzten 60 Tagen eigentlich nur noch verkaufen. Wir sehen kaum noch Käufe. Ich hatte ja auch bereits schon mal vor ein paar Wochen erwähnt, dass beispielsweise Mark Zuckerberg Unternehmensanteile für hunderte Millionen verkauft hat. Also wir sehen ein massives Dumping der Insider und auch der CEOs, während auf der anderen Seite die Aktien weiter nach oben schießen. Auch Metriken, die eigentlich einschätzen sollen, ob sich der Markt momentan in einem Verkaufsmodus befindet oder relativ solide gehandelt wird, deuten darauf hin, dass sich unter der Oberfläche des Aktienmarktes irgendetwas Seltsames abspielt. Wir sehen, dass ein Indikator für den zugrunde liegenden Verkaufsdruck Panikniveaus erreicht hat und das, obwohl der Markt eigentlich stetig neue All-Time-Highs feiert. Auch der Buffett-Indikator, der hierbei den Gesamtwert aller Aktien mit dem Bruttoinlandsprodukt vergleicht, liegt nahezu einem All-Time-High, ein Bereich, der deutlich höher ist als beispielsweise während der Dotcom-Bubble oder der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Wir sehen also, wie hier einige Dinge komplett auseinanderlaufen und das, obwohl es dem Markt doch eigentlich gut geht. Wir sehen momentan, dass der Arbeitsmarkt noch relativ solide erscheint. Wir sehen, dass die Aktienmärkte neue All-Time-Highs erreichen. Ja gut, die Top-7-Unternehmen laufen so ein bisschen weg von den anderen Unternehmen. Aber ja, vielleicht ist das einfach das neue Marktsentiment. Vielleicht sehen wir einfach, dass einige wenige Unternehmen in Zukunft den Gesamtmarkt dominieren werden. Genau dieser Gedanke kommt mir natürlich auch auf, denn ich bin natürlich nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ich sehe ja, die Wirtschaft sieht momentan relativ stabil aus. Trotzdem sehen wie eben Marktbewegungen, die komplett auseinanderlaufen. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an dieses Marktzyklusdiagramm und ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade bei dem Punkt New Paradigm. Wir sahen gerade in den letzten Jahren zeitweise eine erhöhte Unsicherheit. Wir sahen ja auch, als die Zinsen angehoben wurden, im Jahr 2022 und 2023 zeitweise massive Preisrückgänge. Seit spätestens Mitte des letzten Jahres hat sich der Gesamtmarkt allerdings extrem erholt. Jetzt ist halt eben die Frage, sind wir wirklich in einem neuen Modus? Können wir uns wirklich jetzt in Zukunft weiter auf steigende Kurse gefasst machen oder sollte man die Red Flags aus dem Hintergrund möglicherweise ernst nehmen? Ist die aktuelle Bewegung mehr oder weniger nur eine Falle oder wirklich ein nachhaltiges Wachstum? Ich bin wie gesagt momentan relativ vorsichtig, wenn ich mir die gesamten Thematiken anschaue. Ich würde allerdings niemals gegen den Markt wetten, denn der Markt ist bullisch und das eben auch schon seit längerem. Ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, dass die Shortseller im vergangenen Jahr, also die, die auf fallende Kurse gesetzt haben, mehr als 195 Milliarden US-Dollar verloren haben, weil die Kurse eben entgegen der Erwartungen angestiegen sind. Entweder war die Entwicklung in den letzten Jahren die größte Grab überhaupt oder es wird nochmal richtig scheppern. Dabei muss man allerdings auch sagen, und das unterstützt eben auch so ein bisschen dieses Szenario, okay, wir befinden uns momentan einfach in einer anderen Situation, die man eben mit den letzten nicht vergleichen kann, wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, wie viel Kapital an der Seitenlinie liegt. Wenn wir uns beispielsweise mal das Kapital in den Geldmarktfonds und Co. anschauen, so sehen wir, dort liegen 8,8 Billionen US-Dollar parat, um gegebenenfalls in den Markt investiert zu werden. Also wir sehen super viel Kapital an der Seitenlinie, was eben darauf hindeutet, okay, wenn wir größere Rücksetzer sehen, ist sofort Kapital bereit, um hier eben in Anführungsstrichen den Dip zu kaufen. Auch wenn wir uns den 65-monatigen Liquiditätszyklus anschauen, wie bereits schon vor knapp 2 Wochen, so sehen wir auch hier, dass wir momentan eher an einem Wendepunkt sind, die Liquidität somit tendenziell besser wird, wovon der Markt natürlich im Allgemeinen auch definitiv profitiert. Also das ist momentan ein sehr, sehr interessantes Bild. Eigentlich deuten die Indikatoren darauf hin, dass wir uns momentan in einer absoluten Blasenbildung befinden. Auf der anderen Seite haben wir offensichtlich nachweislich genug Kapital, um diese Blasenbildung abzufangen. Und wenn die Inflation erstmal auf ein vernünftiges Niveau zurückgeprügelt wurde, sehen wir sogar, dass die US-amerikanische Notenbank gewillt ist, den Leitzins zu senken, möglicherweise schon bereits Mitte des aktuellen Jahres. Das heißt, wir müssen quasi diese Blase nur noch so weit am Laufen halten, bis die Zinsen dann gesenkt werden können und dieses Kapital dann dafür sorgt, dass der Markt auf einem solideren Fundament steht. Doch auch beispielsweise die Arbeitsmarktdaten sind momentan nicht übertrieben gut. Wenn wir uns beispielsweise mal die JOLTS-Daten der letzten Woche anschauen, so lagen diese bei 9,03 Millionen offenen Stellen. Das liegt zwar über den Erwartungen von 8,73 Millionen, trotzdem sehen wir übergeordnet einen Downtrend und auch das können wir sehr, sehr gerne einfach mal mit der Vergangenheit vergleichen. Auch die unbezahlte Kreditaufnahme von Verbrauchern ist auf fast 500
150 Milliarden US-Dollar gestiegen und hat damit das Niveau von 2019 übertroffen. Ebenfalls sind die persönlichen Zinszahlungen massiv angestiegen. Natürlich, wenn der Leitzins ansteigt, steigen alle Zinsen an, vor allem auch diese Dödelzinsen, die dir aufgebunden werden, wenn du beispielsweise deine Kreditkarte überziehst. Wir sehen, dass diese Kreditkartenzinsen momentan bei 21,47% liegen und auch die Entwicklung der letzten Jahre ist offensichtlich nicht von der Hand zu weisen. Übrigens sehen wir eben auch durch die erhöhten Zinsen, dass die Kreditvergabestandards massiv angestiegen sind, was ebenfalls zumindest in den letzten Jahrzehnten immer zur Folge hatte, dass eben auch die Arbeitslosendaten nach oben geschossen sind. Trotzdem, und das ist eben wieder ein bullisches Zeichen, sehen wir ein All-Time-High der Fondsmanager, die davon ausgehen, dass wir in den nächsten 12 Monaten niedrigere Zinssätze sehen. 91% der Fondsmanager gehen davon aus, dass die Zinsen in den nächsten 12 Monaten gesenkt werden. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass diese Annahmen der Zinssenkung erst dann hochgeschossen sind, wenn wir uns in einer Krise befunden haben. Wird es diesmal anders sein? Das ist die große Frage. Die Hypothekenanträge, also die Anträge für einen Kauf eines Hauses, befinden sich momentan auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Also wir sehen momentan weniger Stellen. Wir sehen, dass die Menschen sich hochverschulden und wir sehen auch, dass sich kaum noch ein Mensch eine Immobilie kauft, vor allem wenn man es eben historisch mit der Vergangenheit vergleicht. Wir sehen also ein starkes Auseinanderlaufen. Auf der einen Seite liegen fast 9 Billionen US-Dollar auf der Seitenlinie, auf der anderen Seite verschulden sich die Menschen immer mehr. Wenn sich die Situation weiter zuspitzt, kann es auf jeden Fall nochmal richtig interessant werden. Was uns diese Daten auf jeden Fall jetzt noch einmal vor Augen führen, ist ganz einfach, diese Schere zwischen Arm und Reich geht massiv auseinander. Nicht nur, wenn man sich das Ganze auf persönlicher Ebene anschaut, also unter uns Menschen, sondern auch auf Unternehmensebene. Die Frage ist das wirklich das neue Szenario? Wird das wirklich die Zukunft sein? Oder werden wir sehen, so wie wir es in der Vergangenheit bisher immer gesehen haben, dass genau diese Bereiche wieder aufeinander zulaufen? Und wie entwickelt sich dieser Zulauf? Sehen wir, dass die großen Technologieunternehmen und Co. massiv korrigieren und sich dann mit dem Gesamtmarkt angleichen? Oder sehen wir, dass der Gesamtmarkt massiv ansteigt und wieder in die Bereiche der Top-Unternehmen läuft? Oder bleibt das Ganze auseinander und läuft diese Schere nur noch weiter auseinander? Aber ich glaube, ich brauche euch nicht sagen, dass natürlich, wenn sich ein Gesamtmarkt nur auf 5, 6, 7 Unternehmen stützt, dass dann natürlich auch das Risiko bei einigen wenigen Unternehmen liegt. Denn wenn wir hier natürlich massive Kurseinstürze sehen, dann wird der Gesamtmarkt ebenfalls darunter leiden. Es geht ja auch nicht nur darum, ob du jetzt ein Tesla-Investor bist oder ein Nvidia-Investor und ja, natürlich, wenn es hier eine 40-prozentige Korrektur gibt, dann ist es natürlich blöd. Es geht eben auch darum, dass das Kapital, welches in den großen Aktienunternehmen und Co. sitzt, am Ende des Tages natürlich auch von großen Hedgefonds verwaltet wird. Wir haben uns ja auch in den letzten Wochen über die Situation in China unterhalten. Dadurch, dass wir dort sehen, dass die größten Immobiliengiganten jetzt zusammenbrechen, haben eben auch Investoren in diese Giganten massive Probleme, vor allem eben auch Hedgefonds, die am Ende des Tages eben vor allem auch teilweise dafür verantwortlich sind, dass die Menschen ihre Rente bekommen und Co. Also das Gesamtsystem ist natürlich riesig. Ich bin hier ein kleiner Fisch, der viele Informationen zusammensammelt und versucht, in vernünftiger Reihenfolge euch zu präsentieren. Fakt ist auf jeden Fall, die nächsten Jahre werden noch richtig interessant und wir haben zumindest auch viel Potenzial, viel Donnerpotenzial nach unten, denn was uns die Zahlen eben zeigen, ist, dass die gesamte Wirtschaft bzw. der gesamte Aktienmarkt eben auf wenige Unternehmen aufbaut. Natürlich gibt es auch viele weitere Faktoren, die hierbei mit eine Rolle spielen, gerade natürlich auch geopolitisch. Wir sehen jetzt gerade, dass es wieder im Nahen Osten massive Konflikte gibt, wo sich jetzt auch die USA am aktuellen Wochenende mit einmischt. Wir sehen ja jetzt erste Rückschläge von den USA, die eben hier tatsächlich auch in die Offensive gehen. Auch das kann natürlich erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Marktstabilität haben. Doch das sind vor allem eben Dinge, die man überhaupt nicht voraussehen kann. Wir sehen also in den nächsten Monaten, dass die USA uns weiter komplett den Rang abläuft, mit niedrigeren Zinsen sogar noch mehr Feuerkraft für den Weg nach oben bekommt, oder wir sehen vielleicht doch, dass dieser Markt auf einem nicht ganz so stabilen Fundament aufgebaut wurde. Dabei hat die USA, und das muss man mal ganz klar sagen, gerade global die anderen Märkte auseinandergenommen. Wir sehen, dass die chinesischen Aktien gegenüber den US-amerikanischen Aktien den niedrigsten Stand der Geschichte erreicht haben. Auch der europäische Markt wird vom US-amerikanischen Markt schon seit Jahren outperformt. Bis zur Finanzkrise 2008 sahen wir noch, dass der Eurostoxx 50 relativ gleichgelaufen ist mit dem S&P 500.
gestartet. Nach der Finanzkrise konnte sich der europäische Markt allerdings keineswegs erholen, während der S&P 500 aktuell weitere All-Time-Highs feiert. Das Gesamtsystem ist also an einem extrem interessanten Punkt, möglicherweise an einem Wendepunkt. Wie positioniere ich mich? Was ist meine persönliche Meinung? Ich persönlich beobachte das momentan und finde, auch wenn der Markt gerade wegschaut und jetzt wieder viele in die Kommentare schreiben, du hast nur ein paar Zahlen und Daten hin und her geschmissen, finde ich diese momentane Situation wirklich extrem spannend. Wir befinden uns faktisch in einer Situation, die wir so in der Wirtschaftsgeschichte noch nicht gesehen haben. Wir sehen allerdings eben auch viele große Risikopunkte. Wie gesagt, das Gesamtsystem baut auf wenige Unternehmen auf und wenn es dort erhebliche Probleme geben sollte, könnte es nochmal richtig scheppern. Auf der anderen Seite sehen wir momentan ein wunderbares Fundament für einen Bullrun. Wir stehen möglicherweise kurz vor einem Zinssenkungszyklus. Wir sehen extrem viel Kapital an der Seitenlinie und im Allgemeinen schaut man sich nur diese Daten an, könnte man davon ausgehen, es kann auch nur nach oben gehen. Andere Daten deuten dann darauf hin, okay, die Wirtschaft, gerade der Arbeitsmarkt hat so ein paar Probleme und wenn wir uns die Aktienwelt anschauen, dann sehen wir, dort ist es komplett auseinandergedriftet und die Daten in Bezug auf Panikverkäufe und Co. zeigen, dass hier überhaupt nichts mehr zusammenpasst. So oder so befinden wir uns momentan in sehr spannenden Zeiten. Ich bin momentan, und das wisst ihr ja auch schon, recht gut investiert, gehe allerdings nicht all in und gehe auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht all in, vor allem nicht so lange, bis wir nicht wirkliche Gewissheit haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir beispielsweise den Crash 2020 gesehen haben, wo wirklich alles komplett abgerutscht ist, da war das meiner Meinung nach ein No-Brainer, weil ich meine, da ist Öl unter Null gefallen, das war wirklich ein Ausnahmezustand. So einen Moment, den würde ich ausnutzen, um nahezu all in zu gehen, doch momentan sehe ich auch einfach zu viele Red Flags im Hintergrund, die darauf hindeuten, irgendwas an diesem Markt stimmt nicht. Schreib mir deine Meinung super gerne dazu in die Kommentare. Das heutige Video möchte ich allerdings jetzt schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Falls dem so ist, lasst wie gesagt gerne eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.